Na, wer bist denn du? Das ist ja schön, dass du hier vorbeiguckst. Ja, und damit herzlich willkommen bei Let's Play Poker MMO. Wir haben beim letzten Mal erfolgreich den Trainer besiegt, nehme ich doch mal stark an. Ich meine, das war's. Von daher teleportieren wir uns jetzt erstmal direkt ins Pokémon Center, um unsere Pokémon wieder auf Vordermann zu bringen, so wie es sein soll. Hallo, Schwester Joy. Guten Tag. Meine Pokémon sind kaputt. Oh, die sehen aber sehr schlecht aus. Ja, ich hatte gerade einen Trainerkampf. Ein Trainerkampf? Ja, ein Trainerkampf. Und war er schwer? Oh ja, der war echt heftig. Aber wir haben es geschafft. Guck mal, hier mein Orden. Jetzt hast du schon einen Orden mehr. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, schon 3 Orden. Oh, das ist aber toll, ja. So, danke, dass du meine Pokémon repariert hast. Und, guck mal, habe ich wirklich schon 3 Orden? Ich habe sogar schon 4. So, wo 5, 6 und 7 sind, weiß ich jetzt aber auch nicht, ehrlich gesagt. Und damit stellt sich auch schon die Frage, was machen wir als nächstes? Und was ist das da für ein Pokémon? Egal. Wir fragen erstmal den Tauboga, wo wir sind. Nee, komm, fly. Und wo wir noch hin könnten. Schau mal, wenn wir hier das Trainerding besiegt haben. Hier war keiner. Den da oben haben wir. Hier ist kein... Hier kommen wir nicht hin. Hier ist keiner. Dann ist der neue wahrscheinlich wirklich hier. Was wäre hier noch? Fuchsania. Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, was das war. So, geh mal weg. Aus dem... Danke. Ja. Okay, Fuchsania war also das Psycho-Ding, da wollen wir noch nicht rein, da sind wir noch nicht so wirklich für geeignet, würde ich meinen. Gucke ich mal hier, ob es da was gibt. Ich meine, hier gibt's was, aber haben wir den nicht schon gemacht, eventuell? War da nicht was? Der ist da unten, genau, den haben... Ich bin mir sicher, den haben wir schon gemacht, glaube ich. Oder das ist so der Elektro-Typ gewesen, ne? Ja. Okay. Na, natürlich. Na. Der blöde Baum ist wieder da. Ich die Bäume liebe. Zeitverschwendung. Ich finde ja ehrlich gesagt, wenn man das Item einmal hat, dann können die doch eigentlich auch direkt wegbleiben. Oder egal. Ich will ja nicht an dem Spiel rummotzen. So, Fahrrad. Tauboga. So, super. Bis jetzt in der Folge haben wir nur dumm rumgequatscht und sind wahllos in der Gegend herumgeflogen. Also eigentlich wie jede Folge. So, wir gehen wieder hier hin. Allerdings machen wir jetzt erstmal keinen Bosskampf direkt, sondern machen hier ein bisschen was. Oder genau, was wir auch mal machen könnten, wäre hier ein bisschen im Gras rum sausen. Mal gucken, ob es hier irgendwelche neuen Pokémon gibt eventuell. Ansonsten machen wir hier schön mit Evoli ein bisschen Level Up. Und das ist ja auch eine ganz gute Idee. Komm, wir machen hier mal mit Dark Attack, weil ich glaube, dass das effektiv ist. Naja. Whatever. Dann machen wir noch einen Quick Attack. Und zack, dann sind wir auch schon durch. Genau, ich würde mal sagen, wir nehmen das hier jetzt erstmal hier als so kleiner Level-Part. Muss ja auch mal sein, würde ich meinen. Ah, von daher noch ein bisschen zacki-zacki hier. Komm schon, wo ist mein Pokémon? Wo ist mein Pokémon? Was bist du? Was wirst du? Und ach, ein Habitat schon wieder. Du gehst mir auf den Sack. Denn ich mag dich gar nicht so gerne. Du bist nämlich so ein Federzausel. Und Federzausel... Weiß ich nicht. Sieht ein bisschen aus wie ein Geier, ne? Naja. Aber den brauchen wir auf keinen Fall. Ich würde ja auch mal gerne noch mal so randommäßig ein paar Pokémon fangen. Wobei ich ja eigentlich... Ich habe ja schon jetzt viel zu viele Pokémon. Ich weiß ja schon gar nicht mehr, welchen ich nehmen soll, welchen nicht und welchen vielleicht. Und hast du nicht gesehen. Und jetzt kommt ja auch noch dazu, dass ich feststellen musste, dass Tuffy Motte nicht fliegen kann. Was natürlich auch schon mal ziemlich scheiße ist, ehrlich gesagt, weil jetzt brauche ich natürlich noch ein Pokémon, was fliegen kann. Und ich denke da jetzt, wenn man an Flug-Pokémon denkt, denkt man natürlich erstmal hier an sowas wie Taubsi, Tauboga, Taubos, bla bla blub. Aber ich habe mir überlegt, so Drachen-Pokémon, die können das doch auch. Von daher wäre vielleicht so ein Glurak oder so mal gar nicht so schlecht. Dann könnten wir das gegen Bla tauschen, eventuell. Aber wir können auch hier Tauboga erstmal drin lassen. Schlimm ist es auf keinen Fall. Es ist mich stört halt nur seine hier Dingens hier. Sein Typ. Oh, wobei ein Normal...
Du bist die Weiterentwicklung. Aber ich will dich trotzdem nicht. Hihi. Oder, ja, sag mal Leute, soll ich das fangen, soll ich das nicht fangen? Ich habe ja auch keine Ahnung davon. Ich mache hier doch eigentlich nur Entertainment ein bisschen. Ansonsten ist hier doch keine Ahnung. Nee, komm, wir besiegen das Ding. Das gibt XP, oder? Ich meine, noch eine Flug-Pokémon, wozu? So, der steckt aber ganz schön ein. Aber unser Evoli ja auch, von daher ist das ja total egal. Weg damit. Ich habe nebenbei ein bisschen Angst vor den Trainern hier drin, sonst würde ich die... Du schon wieder? Na gut, dann greif halt nochmal an. Mir ist das doch total egal, komm. Hauen wir dich halt nochmal kaputt. Wenn ich lernen kann, der muss halt fühlen. Ne, das ging aber anders. Wenn ich hören kann, der muss fühlen. Genau so ist es. Und wo wir gerade bei nicht lernen und fühlen und blasen, ich muss ein bisschen aufpassen im Hintergrund. Ich habe mir gerade Baguettes in den Ofen geschmissen. Nicht, dass die mir kaputt werden, weil so ganz schwarz finde ich dann auch kacke. Ich bin zwar... What the fuck? Pokémon wechseln und so. Tuffi-Motte. Tuffi-Motte, Tuffi-Motte. Ja, du bist dran. Tuffi, Tuffi, Tuffi. Ja, ja, ja. Kleines, süßes Vieh. Bist du... Oh, mit den kleinen Viechern hier, mit den hier, weiß ich nicht. Machen wir eine Flyer? Ich kann mich hier nie entscheiden, weil hier so viel hier. Ich kann hier Bug machen, ich kann Gras, ich kann Poison, ich kann Fly machen. Eigentlich total die geil. Ach, jetzt erinnere ich mich gerade wieder. Ich meine, Tuffy, glaube ich, war es gewesen, hat mir noch irgendwas gesagt, was ich auf jeden Fall noch machen soll. Bei ihr so ein Skill soll ich nehmen. Aber komm, wir machen jetzt erstmal hier, Flug auf Flug bringt nicht viel, ne? Poison Powder bringt's nicht, ist ein Debuff. Machen wir erstmal den hier. Bringt mir zwar selber nichts, genau, ja, blöd. Ich bin blöd, ja, ich weiß. Ja, was ich sagen wollte, auf jeden Fall gibt es hier irgendeinen, ich guck vielleicht gleich mal nach oder eventuell, ne, ich guck gleich mal nach, vielleicht finde ich das ja wieder. Irgendein Skill, den muss ich auf jeden Fall lernen. Okay, hier ist nichts wirklich effektiv, sehe ich gerade. Ich glaube, hier müssen wir mit Tuffi-Motte wieder rausgehen. Wir machen jetzt mal mit... Warum zum Teufel haben wir Pinsir nochmal drin? Ach so, weil der den Zerschneider kann, ne? So war das. Dann gucken wir mal. Pinsir, Was machen wir mit dem eigentlich? Geplant war der ja auch nicht, ne? Das ist... Ich würde ja gerne... Ich brauche ein Gras-Pokémon, also hier einen Pflanzen-Pokémon. Das wäre total geil. So, ich mache hier mal, Weiß ich gar nicht. Ich mache hier mal den hier. Weil ein Pflanzen-Pokémon kann den Zerschneider lernen und ist abgesehen davon noch Pflanze. Weißt du Bescheid? Weißt du, ja. Ein reines Pflanzen-Pokémon wäre geil oder vielleicht so ein Pflanzen-Mix von mir aus auch. Ich weiß ja nicht Bescheid. Keine Ahnung. Ich würde ja sowieso mal. Ich würde mittlerweile auch wirklich mal gerne, Pokémon aus der ersten, Quatsch, aus der zweiten Version sehen, denn die interessieren mich, weil das ja für mich Neuland ist. Zum Beispiel die Indivier, die kenne ich noch. Und das ist natürlich auch ein ziemlich cooles Pokémon, was ich gerne hätte. Das könnte ich mir gut vorstellen, aber ich glaube, das gibt es noch gar nicht. Ich bin jetzt mal todes... Nee, ich bin nicht todesmutig, also wäre ich nämlich todesdumm. Erstmal wieder zurück hier ins Pokémon Center. Pokémon Center? Nein, du kannst nicht so reden. Pokémon Center reden nicht. Pokémon Center. Nein, verdammt, du kannst nicht reden. Pikachu? Habe ich gar nicht mehr. Nee. Ja, ich bin heute ein bisschen durchgedreht. Das tut mir auch sehr leid. Und, das liegt eventuell sogar, wenn ich hier den Glurak gerade sehe, wir müssen Shilock auf Turtok Level nebenbei. Ah, Relaxo, verpiss dich. Ich hasse Relaxo. Genau, weg mit dir. Bloß weg, scheiß Relaxo. Keiner mag dich, Relaxo. Du bist fett und hässlich. Ja. Arschloch, Relaxo. Scheiß Ding. Komm, Fahrrad, fahr Fahrrad. Fahrrad. So. Bla. Bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Wie gesagt, ich bin heute ein ganz, ganz kleines Bisschen aufgedreht, aber. Bin ich blöd so. Aber das ist ja eigentlich immer so. Ich finde irgendwie, Pokémon hat so eine. Hat so eine komische Aura auf mich irgendwie. Da werde ich immer ein bisschen komisch. Ich weiß es nicht. Wobei, haben wir hier die ganzen Biker eigentlich schon gemacht? Doch längst nicht alle, oder? Guck mal, mein Bike sieht sowieso viel cooler aus. Verpiss dich mal mit deinem Bike. Kennt ihr das nebenbei von Comedy Street? Dieser eine Typ hier mit diesem kleinen... Mit dem... Wenn er hier den Moped-Typen macht mit diesem Fuchsschwanz, das kein Fuchsschwanz ist, sondern ein... Weiß ich nicht, Schwanz.
So fühle ich mich gerade. Hallo Slimog oder Weiterentwicklung von Slimog, weiß ich jetzt auch nicht. Komm, wir probieren es mal hier direkt mit dem Biss. Könnte eventuell ein bisschen eklig schmecken. Oh, das ist so mal gar nichts. Oh, ich hab's wieder gemacht. Ich bin einfach blöd. Egal. Disable, ja, dann disable du mal. Was ist, was macht Disable eigentlich? Egal. Quick, bla bla bla. Quick Attack, natürlich. Kennt ihr eigentlich noch, vielleicht kennen das ja Leute, so Flabber-Zeug, was man früher kaufen kann. Das konnte man zum Beispiel am Kiosk kaufen oder auch bei so Spielzeugmärkten, die, also nicht diese Klötzchenmärkte, dieses pädagogisch wertvolle, nein, dieses so Ramschläden. Da gab es immer diesen Slime, ich glaube, der hieß sogar Slimer, den gab es einmal in so einer Dose und einmal gab es den auch in, was? Was? Du wirst sowas von sterben, Alter. Du wirst so sterben. Du kleines, dreckiges Mistvieh. Jetzt kriegst du erstmal hier eine Watergun in der Face, du kleines. Du bist bei mir jetzt auch neben Relax, so auf meiner Hassliste Nummer 1. Du kleines Scheißding. Rage Mode off. Was ich sagen wollte, hat nichts gebracht. Okay, probieren wir das mal. Es gab es auf jeden Fall in grün und ich meine sogar auch in rot oder gelb wäre es gewesen. Und was ich immer am liebsten mochte, hatte auch diese Form in der Verpackung, wie so ein Slimog halt irgendwie. Das Zeug habe ich immer nicht gefressen, sondern gelutscht eher. Ich sag mal gelutscht. Ich habe da immer dran rumgeleckt als Kind, deshalb durfte ich das auch früher gar nicht haben. Fiel mir gerade so ein. So, Teleport hilft ja nichts. Wir müssen ja, ach, das arme Evoli, es ist so... Ich weiß auch nicht, warum und... Oh. Armes, kleines Evoli. Jetzt ist es bestimmt wieder in der Happiness gefallen. 43, ach. Naja. Das dauert noch ein bisschen, bis wir das Evoli höher haben. Scheiß, ey. Das fand ich jetzt überhaupt nicht gut. Ich mache ziemlich viele Kraftausdrücke, beziehungsweise ich benutze ziemlich viele Kraftausdrücke heute, ne? Das kommt, glaube ich, noch von der Bla-Aufnahme, von der Doom-Aufnahme. Weil ich habe mir gedacht, so, genau, der Goon von Deponia nebenbei, der wahrscheinlich hier gar nicht zuguckt, weil er mal sagte, dass er nicht so auf Pokémon steht, wobei ich ihn auch einige Male schon hier unter den Kommentaren gesehen habe. Aber der wird wahrscheinlich, wollte ich gar nicht sagen, er hat mich nämlich gefragt, er wusste gar nicht, dass ich so schnell reden kann und so anders, weil ich dieses Doom-Let's Play noch mal anders rüberbringe als meine jetzigen Let's Plays. Ja, es liegt einfach daran, ich wollte meine Stimme ein bisschen dem Spielgeschehen anpassen und deshalb ein bisschen heftiger reden. Und ich meine, Doom ist ja sowieso verschrien als das brutale Spiel Nummer 1. Es war ja auch initiiert ein paar Jahre lang und Doom 3, ja, müssen wir keinen großen Hehl drum machen. Das ist schon relativ gewaltlastig und ich denke mal, wenn wir sowieso schon ein 18er-Spiel spielen, vor allen Dingen, wenn es Doom heißt und sowieso schon einen schlechten Ruf hat, dann würde ich den schlechten Ruf auch gerne nochmal vertreten, indem ich ein bisschen verbalen Müll laber, beziehungsweise verbalen Abfuck so in Richtung Schwanz, Lutsch, Birne. Weißt du? Nee, ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall, das muss ich halt wieder hier ein bisschen, weil Pokémon ist ja eigentlich nicht Schwanz, Lutsch, Birne. Das ist ja eher, ja... familienbewusst. Keine Ahnung. Von daher muss ich da jetzt sowieso wieder runterkommen, glaube ich. Und ich wollte ja auch ganz ursprünglich, habe ich mir gedacht, so komm, es gibt so viele Let's Player, die ja, das Niveau relativ weit unten gesetzt haben, was von dem, was sie sagen, das wolltest du nicht unbedingt auch machen. Und in diese Schiene möchte ich auch ungern fallen. Von daher verzeiht mir bitte meine kleinen Ausrutscher gerade. Es wird hoffentlich nicht mehr so häufig vorkommen. Ich wollte mir das halt nur... mal für Doom erlauben, weil ich es einfach so passend finde. Und ich werde jetzt gleich mal einen kurzen Cut machen müssen, denn ich rieche gerade meine Baguettes, von denen ich ja gerade schon mal berichtet habe. Das ist genau das Wort, nach dem ich gesucht habe. Und wie gesagt, schwarz... gegen Schwarze habe ich nichts, gegen schwarze Baguettes schon, da bin ich ein bisschen rassistisch, muss ich ehrlich zugeben. Weiße Baguettes mag ich auch nicht, aber so braun finde ich, also die südländischen, weißt du, die nicht ganz schwarzen, die finde ich ganz gut. Ja, von daher muss ich mal gucken, dass die auch immer schön südländisch bleiben und nicht zu schwarz werden, weil nee, das kann ich nicht gutheißen. Heißen, genau, vor allen Dingen das.
Bis gleich.